Hört ihr das, was ich höre? Es kommt aus diesem Gebäude. Voll schön. Und da ist ja hier die Tür offen. Da bin ich mal eben reingegangen, links. Und da hat es Toiletten, die waren auch offen. Und hier gibt es auch gratis WLAN. Das nutze ich gerade. Ja, ich war gerade auf dem Weg zu dem Schreibwarenladen hier hinten. Sorry. Um eine neue Prepaid-Karte zu kaufen, damit ich wieder selber Internet habe. Wir haben schon 20 nach 5, also 17.20 Uhr. Aber es ist geschlossen. Jetzt weiß ich nicht, ob die erst um 18 Uhr aufmacht. Ich dachte eigentlich um 17 Uhr. Das wäre aber arg spät. Dann genieße ich noch einen Moment die schöne Musik hier. Es ist live, ne? Voll cool. Fühlt sich so gut an, wieder in Playa Santiago zu sein. Hier ist es halt schon deutlich ruhiger als in Valle Gran Rey. Kein Vergleich. Viel weniger Menschen, vor allem weniger Touristen. Und bis auf die Baustelle, die halt jetzt gerade da ist am Playa, die ist ja nur bei einem bestimmten Stück. Das macht halt ein bisschen Lärm, aber ansonsten geht es. Ja, hier gegenüber. Warte mal. Könnt ihr das sehen? Ich sehe nicht viel wegen der Sonne. Hier ist die Ferreteria. Touristen. Ah, jetzt, ich sehe gerade, jetzt klart sie es hier aber doch wieder auf. Es war jetzt den ganzen Tag so wie auf der Seite, stark bewölkt. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich noch warten soll bis um 18 Uhr, in der Hoffnung, dass sie dann aufmacht. Oder ob ich in der Zeit jetzt noch meine Handyspider noch ein bisschen bei der Solarladestation laden lassen soll. Keine Ahnung. Oh. Ja, ich habe... Moment, ich möchte mal die Tasche mir um die Schulter geben. Leichter gesagt als getan. Musik ist einfach schön. Ich komme gar nicht weg davon. Ich drehe mal um für euch. Da, wo ihr das Kreuz seht, das ist die Pharmacie hier, die Apotheke. Da hatte ich die Brausetabletten, Brauseschmerztabletten mir geholt. Als ich vorhin wieder da hochgeschaut habe, da geht es ja nach Santa Ana hoch, habe ich doch tatsächlich schon wieder überlegt, ob ich nicht doch hochgehen soll. Zum Wäschewaschen. Aber es wäre echt unvernünftig, weil ich einfach immer noch so kaputt bin. Trotz dieser
schlafreichen Nacht. Ja, hier, überall nicht stehen, hier verbunkere ich manchmal Gepäck von mir. Ja, und bis jetzt ist das immer gut gegangen. Hier seht ihr noch einen kleinen Spielplatz. Ja, das ist jetzt auch wieder ein ganz spontanes Flöckchen. Vielleicht bin ich auch so, weiß nicht, ich fühle mich irgendwie so, weiß ich nicht, so merkwürdig. Vielleicht kommt das auch von den vielen Schmerztabletten. Die ganze Chemie jetzt in meinem Körper. Könnte auch sein, ne? Ist ja nicht gerade gesund, so viel Chemie. Weil, ja, bevor ich hierher bin nach Lagomeda, dann habe ich mal in der Woche vielleicht mal einmal eine halbe Schmerztablette genommen. Das war dann das Höchste. Und mittlerweile bin ich bei täglich 3 bis 5 ganze Schmerztabletten. Und nachts auch noch mal 1, 2, je nachdem. Das ist schon heftig. Ne? Ja. Ich weiß ja auch gar nicht, was diese günstigen Schmerztabletten, die ich mir gekauft habe, was die überhaupt für Inhaltsstoffe haben, ja, oder was für Nebenwirkungen. Keine Ahnung, ich möchte es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. Besser ist das, ne? Ach, Leute. Ja. So, wo nehme ich euch denn noch mit hin? Gehen wir mal noch hier lang. Hier sitze ich normalerweise, also hier habe ich früher immer gesessen auf der Bank, als ich noch nicht selber Internet hatte. Ja, weil hier, hiervon hatte ich dann immer kostenloses Wi-Fi, wie es hier heißt. Ja, aber heute funktioniert das hier irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Aber zum Glück hatte es bei der anderen Bar direkt am Strand. Da hat es funktioniert, obwohl die auch geschlossen hat. So, und hier ist das Centro Salud. Ja, das Ärztehaus. Hier habe ich zweimal 2 Spritzen von einer sehr netten deutschen Ärztin bekommen. Jetzt im Moment sind die Temperaturen richtig angenehm. Nicht zu warm und nicht zu kühl, genau richtig. Hier ist nochmal so ein schöner kleiner Park, wo Miezen sind. Ne? Da liegt auch noch eine. Wo sind denn die anderen? Mehr sehe ich im Moment nicht. Bis auf die 2 Schwarzen. Der Blick von der einen. Ja, wir hören dich. Die kleine Scheiße. Ist der nicht goldig? Jo, ist ja gut. Jo, ist das süß. Ach ja. Ja, da oben, da ist Santa Ana. Aus dem Supermercado von hier, der ja jetzt seit einiger Zeit geschlossen hat, soll jetzt wohl der neue Spar werden. Okay. Der bisherige ist dort. Ja, dann wird er auf jeden Fall größer. Hier kann man einiges zum Naschen ziehen oder auch Getränke.
Und hier Kaffee, Kakao und Tee. Sehr günstig. 50, 60 Cent so ein Becher Kaffee oder auch Kakao. Nicht schlecht. Und das hier ist der andere kleine Supermercado. Da gehe ich mittlerweile auch sehr gerne rein. Der ist auch nicht schlecht. Ne? Oh, ich brauche noch mal eine kleine Pause. Ja, mittlerweile mache ich es so, wenn ich ein bisschen weiter zu laufen habe, dass ich immer ein paar Meter laufe, bis die Schmerzen immer schlimmer werden und dann Ausschau nach der nächsten Bank halte und mich dort dann erstmal wieder absetze, bis die Schmerzen wieder einigermaßen nachlassen. Ja, und dann kann ich wieder weitergehen, bis zur nächsten Bank. So weit ist es schon gekommen. Mann, Mann, Mann. Naja, was will man machen, ne? Da sitzen sie wie die Hühner auf der Stange. Diesen Steg hier bin ich auch noch nie hintergelaufen. Ah, die scheinen jetzt Feierabend zu machen. Sehr schön, dann wird es wieder ruhiger. Da ist die vordere Seite von dem Spar. Ach ja, zuletzt waren ja hier diese Bänke ohne Dach und mittlerweile sind sie mit Dach. Allerdings kein richtiges Dach und so kommt dann trotzdem noch viel Sonne an einen. Aber ja, ist schon mal eine Verbesserung. Dazwischen sind immer so kleine Gässchen. Sieht auch toll aus hier. Ne? Ach, Schatten. Zit. Die ist allerdings nicht ganz so schön. Ja, die machen hier oft erst nachmittags um 19 Uhr erst wieder auf, wie es hier auch steht. Lange Siesta immer schlau, ja. Nur die Deutschen, die wandeln hier immer in der Siesta-Zeit rum, so wie ich auch. Unmöglich, dieses Pack. Sorry, das wollte ich nicht sagen, ist mir zu rausgerutscht. Und wenn, dann gehöre ich ja selber dazu. Süß, ne, die kleinen Röschen. Mmh.
Ach, meine Rettung, wieder eine Bank. Noch ein paar Meter und dann bin ich bei der Solarladestation. Ja, es ist echt Tatsache, dass ich hier am Playa Santiago deutlich besser schlafe als in Valle Gran Rey bei meinem Platz. Erstens ist hier abends Ruhe, ja, so bei mir, bei meinem Raum, wenn nicht gerade der da ist, aber dann hält sich es auch in Grenzen. Und an das Meeresrauschen habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Also ich stopfe mir auch immer nachts jetzt so Tempotaschentücher ins Ohr. Dann ist es deutlich leiser und dann kann ich trotzdem wunderbar schlafen. Dann habe ich ja auch in dem Sinne ein Bett, also mit einer richtigen Matratze halt, obwohl ich eigentlich lieber hart schlafe, aber die ist auch nicht so weich. Die ist ja nur auf einem Brett drauf, das geht. Ja, und der Vorteil hier ist halt auch, dass es in dem Raum den ganzen Tag wunderbar schattig ist, ja. Weil da hat es ja richtige Steinmauern, richtiges Dach. Da kommt keine Sonne rein, das ist halt schon toll. Und in Valle Gran Rey ist der Platz, den ich mir da ausgesucht habe, zwar wunderschön und mitten in der Natur, wenn auch dort nicht viel wächst. Und ich höre halt die Vöglein morgens zitschern, total süß und kann die beobachten. Es kommen immer Salamander um mich rum, die ich dann füttere. Das macht auch total Spaß, die zu beobachten. Ja, aber sobald die Sonne über dem Berg ist, das ist immer so, weiß ich nicht, zwischen 11 und 12 Uhr kommt die dann rüber. Dann wird es von Stunde zu Stunde immer heißer, bis ich dann nur noch flüchten kann. Und dann kann ich das da erstmal ja, bis abends dort nicht mehr aushalten, weil es einfach zu heiß ist. Ja, ist halt so, ne? Und ja, abends schwirren da ja immer die Padelas rum. Ja, meistens auch noch nach 23.30 Uhr, dass ich sie dann auch noch höre bis 1, 2 Uhr. Und solange ich sie halt höre, auch wenn sie weiter weg sind, ist halt trotzdem nicht an Schlaf zu denken. Also, ja. Und jetzt war es auch noch stürmisch ab und zu mal. Dann weht eben immer dieses dünne Tab und das geht dann die halbe Nacht so oder auch die ganze Nacht. Dann kann ich auch nicht schlafen. Ne? Ja. Deswegen ist es hier echt förderlicher für mich. Und nicht nur das, hier ist es auch noch etwas günstiger, also die Lebensmittel, ja. In Valle Gran Rey, Valle Gran Rey ist einfach ein sehr teures Pflaster. Ja. So sieht's aus, Leute, ne? Ja. Ja, dann war's das jetzt mal wieder. Mit diesem spontanen Flöckchen. Schneeflöckchen, Weißröckchen. Und ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn euch der spontane Vlog gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Ansonsten sende ich euch wie immer liebe Grüße vom Playa Santiago. Und sag mal, bis dann. Ciao. Yeah.